Ja, moin, da ist er wieder, der Arkus, euer lila Launebär der gepflegten Let's Play-Unterhaltung. Leider noch ohne eigenes Nachmittagsprogramm auf Super RTL. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Ich habe in meiner schönen Gesäßtasche ein leckeres Sandwich von Subway aufbewahrt, was wir den guten Schildträger abgeluchst haben. Den haben wir in einem Kartenspiel um Leben und Tod besiegt. Dieses Sandwich als Gewinn bekommen, das wollen wir aber nicht selber verspeisen, so lecker es auch aussieht. Ich würde da gerne herzhaft reinbeißen. Ist dieses Sandwich für die Ratten bestimmt, damit sie sich kräftigen können, um die Stadt zu verlassen. So schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, denn dann ist der Krämer auch beruhigt und wir dürfen uns zwei Gegenstände aus seinem Sortiment aussuchen. Ne, es waren sogar drei Gegenstände, unglaublich. So, dann hauen wir das Ding da mal rein. Der ewige Dank der Ratten wird auf meiner Seite sein. Sie werden Lieder über mich singen, Geschichten schreiben, ja, was auch immer. Ihren Kindern von mir erzählen. Ja, das wird passieren. Das dürfte ein Festessen für die Ratten werden. Haut rein! Haust rein! Da wollen wir gleich reingehen und uns Bestätigung verschaffen. Wilbur, kommt das Ding von dir? Ja, klar. Allerdings. Ist groß, wa? Es hat beinahe den kleinen Tim zerquetscht. Das tut mir leid. Ach was, das ist großartig. An diesem Sandwich können wir uns alle satt essen und endlich dieses Loch verlassen. Das freut mich. Aber wir gehen nicht, bevor du nicht zum Diplom-Magier geworden bist. Wir werden dir helfen. Sprich mich einfach an, wenn wir dir etwas in der Kanalisation suchen sollen. Danke, das werde ich. Hier hast du meine Maske. Ich werde mich dem Krämer nicht mehr zeigen. Du kannst also behaupten, du hättest mich besiegt. Zu freundlich, Dankeschön, Dankeschön. Viel Glück damit. Danke. Und seht ihr das hier bei der Tomate? Da ist der Strunk nicht abgeschnitten. Und ich habe mal gehört, den muss man abschneiden, weil der ungesund ist. Was für ein schlechter Sandwich-zubereiteter Schildträger doch ist. Vielleicht war es aber auch seine Mutti. Man weiß das nicht so genau. So, wir haben jetzt die tolle Maske des Königs der Diebe. Er hat aber trotzdem noch eine auf. Das heißt, er hat einen ganzen Schrank davon voll. Man kann ja auch nie genug davon haben. Erinnert mich auch ein bisschen an die Teenage Mutant Ninja Turtles. Eine Serie, die ich jetzt nicht so aktiv verfolgt habe damals. Aber für viele war das ja Teil der Kindheit. Und ich weiß auch noch, dass das sehr cool war. Wie dem auch sei, da würde auch Kanalisation zu passen. Vielleicht ist es sogar eine Anspielung. Wer weiß das schon? Allgemein diese Maske, das könnte ja eine Anspielung darauf sein. Vielleicht habe ich ja ins Blaue getippt. Nun gut, wir werden jetzt mal rausgehen. Das Spiel ist ja voll mit Anspielungen. Und werden einfach mal ein bisschen prahlen. Wir haben den König der Diebe besiegt, ne? Den, ja, das ist also eine Meisterleistung. Ich möchte, dass mir eine Statue meiner, also, dass hier eine Statue errichtet wird, die muss ja auch nicht besonders groß sein. Ich bin ja nur ein Gnom. Und der Krämer soll ein Lied auf mein Wohl singen und was nicht alles. Unendliche Dankbarkeit ist das Mindeste, was ich erwarte. Schauen Sie einmal, was ich hier habe. Ja. Die Maske des Königs der Diebe. Unglaublich. Das ist ja. Ah, ich bin Held, ich weiß. Ich habe es doch immer gesagt. Wenn man will, dass etwas gemacht wird, dann muss man es selbst machen. Ganz recht. Kann ich mir nun etwas von Ihren Sachen aussuchen? Ja. Abgemacht ist abgemacht. Du kannst dir zwei Dinge aussuchen. Zwei? Wir hatten drei abgemacht. Das glaube ich nicht. Ich weiß es noch ganz genau. Du bringst mir die Maske des Königs der Diebe und kannst dir dafür zwei Dinge aussuchen. Aber nichts von den teuren Sachen. Aber... Keine Widerrede. Du hast es dir verdient, mein Junge. Ach, Sie sind so großzügig, Herr Krämer, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil er mir am Arsch vorbeigeht. Vielen, vielen Dank, auch du Halsabschneider. So, das werden wir aber später machen. Genauso werden wir erst später den guten Rattenkönig fragen, was er uns besorgen soll. Denn wir brauchen jetzt viel Zeit. Wir müssen zum Wuppermann, wir brauchen den Haufen Gold und den können wir nur bei ihm gewinnen. Und das könnte sich ganz schön strecken, wenn wir Pech haben. Darum werde ich da jetzt zuerst hingehen. Zum Schaustellerwagen. So, mein lieber Prinz von Arabien oder was auch immer du darstellen sollst mit deinem Turban, bitte sage mir doch, wie ich dich ablenken kann. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Okay, das hat schon mal nicht gezogen. Wir müssen ihn irgendwie anders da wegbuxieren, denn wir wollen seine Kristallkugel durch diese hier austauschen. Hallo. Hello again, mein Freund. Wilbur, was kann ich für dich tun? Ja, was hat das eigentlich mit den Käfigen auf sich? Diese Käfige? Was hat es mit denen auf sich? Oh, früher gehörten die Tiere zu meinem Jahrmarkt. Aber seit ich mein Geld mit Vorhersagen verdiene, sind sie nur noch mein Hobby. Außer die Tauben natürlich. Natürlich. Was ist mit den Tauben?
Die Tauben bringen meine Prophezeiungen ins ganze Land. Ich arbeite fast nur für Leute, die ich nicht persönlich kenne. Warum das? Naja, wie soll ich sagen? Sollte eine Prophezeiung vielleicht doch einmal nicht eintreten, dann ist es doch besser, weit weg zu sein, oder? Ja, da stimme ich dir vollkommen zu, David Copperfield. Und zwar würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das Eichhörnchen ganz schön krank aussieht. Du solltest eventuell mal nachschauen. Kann es sein, dass mit dem Eichhörnchen etwas nicht stimmt? Meinst du? Sieht eigentlich ganz normal aus. Und da watschelt das Rattengesicht mal hin und guckt mal, was da Sache ist. Und wir können die Gunst der Stunde nutzen und die Kristallkugel austauschen. Vielleicht funktioniert die Kugel aus der Zaubererschule besser. Mit seinen anderen Vorhersagen konnte ich nicht viel anfangen. Wir sind so durchtrieben. Wir sind richtig böse Gnome. Wir kommen garantiert in die Gnomenhölle. Wenn es denn sowas gibt. Vielleicht. Dir geht es doch gut, oder? Ja, ja. Hoffentlich ist nichts mit ihm. Es ist so ein beeindruckendes Tier. Findest du nicht auch? Ja, das ist ein ganz possierliches Tierchen. Oh ja, possierliche kleine Nager. Aber dennoch wehrhaft. Sie können dir mit ihren Hauern den Finger abreißen, wenn du nicht vorsichtig bist. Ja, wenn du deinen fetten Arsch nicht gleich hier rüber bewegst, kann ich dich auch mal schön beißen. Ich habe übrigens Tollwut. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir ihnen ein bisschen besser jetzt Fragen stellen können, die uns auch weiterbringen. Ich glaube, Meister Markus, der hat zwar allerhand Schund in der Tasche, aber selbst eine Kristallkugel von Kick wäre besser als alles, was der hier benutzt hat. Kick, der Textildiskont. Ja, hau. Wilbur. Hau, wollen wir Friedenspfeife rauchen? Ja. Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Dreimal schwarzer Kater, Aschatzstein, Schalosch. Ich sende euch Energie über den Fernsehbildschirm. Das sieht ganz anders aus als beim letzten Mal. Herr Wuppermann, hallo. Er scheint völlig weggetreten zu sein. Ob ich ihm Fragen stellen kann? War das die Antwort auf meine Frage? Können Sie auch sprechen? Also gut. Okay, wir können ihm jetzt Fragen stellen. Er ist total in Trance versunken. Wir müssen einfach mal ausprobieren, wie viele Fragen wir ihn stellen können, bis er aus seiner Trance wieder erwacht. Werde ich meine Mission erfüllen und dem Erzmagier den Ring geben? Nicht? Aber dann wird alles umsonst gewesen sein? Mir wird bei diesem Abenteuer doch nichts Schlimmes passieren, oder? Wird mir in diesem Abenteuer noch etwas Schlimmes zustoßen? Werde ich verletzt? Nein! Werde ich sterben? Dann sagen Sie mir... Ich muss eingeschlafen sein. Entschuldigung. Sie wissen nichts mehr? Wissen? Wovon? Ach, gar nichts. Ausgezeichnet! Ich glaube, dieses Mal hat er wirklich die Zukunft gesehen. Aber er scheint nach einigen Fragen wieder aufzuwachen. Ja, Wilbur halt ein Brabbel jetzt, das wissen wir doch. Fällt mir mal ins Wort, der kleine Bursche. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, toll, das hast du mich aus dem Konzept gebracht. Dann wollen wir nochmal Glücksrad spielen. Hallo. Das hat uns zwar jetzt noch nicht wirklich geholfen, wir wissen ja nicht, welche Farbe jetzt kommt. Wir vertrauen dem Glück ja nicht unbedingt, deswegen wollen wir natürlich vorher von ihm wissen, welche Farbe kommen könnte. Aber das kann ich jetzt noch nicht fragen. Erstmal müssen wir überhaupt einmal gespielt haben, glaube ich. Darf ich? Aber ich frage mich ja gerade, beziehungsweise ich weiß, dass man auf Anhieb das gewinnen kann, wenn man Glück hat, aber das hat man eigentlich nie. Ist es nicht? Habe ich, glaube ich, schon mal gehabt, ne? Also. Hatte ich das Gespräch schon mal? Ich habe es jetzt einfach weggedrückt. Ich hoffe, ich hatte es... Oh nein, hatten wir das Gespräch schon? Ich hoffe doch mal. Na gut, dann habe ich es jetzt halt weggedrückt. Er hat halt erzählt, was ich... ich muss jetzt eine bestimmte Farbe treffen, dreimal hintereinander und dann gewinne ich den Sack Gold. Und das ist halt so gut wie unmöglich. Man kann es aber schaffen und ihr werdet gleich überrascht sein, wenn ich euch was offenbare, was ich bisher noch nicht gesagt habe. Wartet's ab. Nehmen wir mal rot. Es wird ein rotes Feld sein. Also gut, los geht's. Na. Nee, scheiße. Ah, das war leider völlig daneben. Schack,
Willst du es noch einmal versuchen? Nee, danke. Ich glaube, ich gewinne sowieso nicht. Lieber nicht. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Wie du meinst. Du kannst es gern später nochmal probieren. Wobei, wie bescheuert man das ist, ne? Man kann da umsonst das Glücksrad drehen und gewinnt am Ende einen Sack Gold. Man muss aber nichts bezahlen, um an dem Glücksrad zu drehen. Das heißt, man könnte ja den ganzen Tag das versuchen und irgendwann hätte man schon mal gewonnen. Vielleicht, unter Umständen, wenn man bis dahin nicht seinen Verstand verloren hat. So, jetzt kommt das ganz Lustige. Wir gehen jetzt nochmal zurück, ich verrat's euch noch nicht. Wir werden jetzt uns erstmal die anderen Sachen abholen. Ich werde mir das ein bisschen einfacher nämlich machen. So, erstmal suchen wir uns jetzt 3 Gegenstände aus. Nein, 2. Er hat uns ja betrogen, der Halsabschneider. Ich hasse dich. Hallo, Herr... Ja, ich möchte gerne eine Flasche Rum. Pommes. Was auch immer. Palim, palim. Ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Ich möchte meine Belohnung abholen. So, ich möchte gerne den Ballen magiegewirkten Stoff. Ich hätte gern einen Ballen magiegewirkten Stoff als Belohnung für meinen epischen Kampf gegen den König der Diebe. Naja, der Ballen ist ziemlich wertvoll. Meinen Sie, ich habe die Maske geschenkt bekommen? Ich habe mir den Ballen verdient. Ja, na gut, hier. Ich komme noch mal wieder wegen meiner Belohnung. Lass dir ruhig Zeit. Ja, ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Sei mal nicht so mürrisch, Mann. Ich hab dir immerhin die Ratte vom Hals gehalten. Wir kriegen noch eine zweite Belohnung. Ich habe nichts mit ihm zu be- Wir kriegen keine zweite Belohnung. Der Typ hat mich total über den Tisch gezogen. So, da ist ein Pentagramm. Ich habe was gelernt. Ja, Kinder, ich habe eure Kommentare gelesen. Das ist ein ganz normales Pentagramm. Vielleicht habe ich das jetzt auch wieder falsch gesagt. So, ach ja, die Ratte. Müssen wir erstmal darauf aufmerksam machen, was wir überhaupt brauchen. Was brauchen wir denn noch? Wir bräuchten noch sowas wie ein Schnittmuster, haben wir ja gesagt. Und einen Zauberstab natürlich. Da wollen wir nachfragen. Herr König? Kann ich dir helfen? Na, selbstverständlich. Könntet ihr Ratten etwas für mich in der Kanalisation suchen? Klar, was brauchst du? Und zwar brauche ich einen Zauberstab, frisch aus der Kanalisation, am besten noch mit Scheiße dran. Einen Zauberstab haben Sie hier nicht zufällig, oder? Vielleicht schon. Über die Jahre sind viele Zauberer in die Kanalisation gekommen. Einige haben sie nie mehr verlassen. Würden Sie nach einem Stab für mich suchen? Klar. Falls wir etwas gefunden haben, hängen wir die weiße Fahne vor den Eingang der Kanalisation und legen den Stab dort ab. In Ordnung? Großartig, danke. Das wäre sehr freundlich von Ihnen. Ich muss mir eine Magierrobe schneidern. Können Sie vielleicht ein Schnittmuster besorgen? Ein Schnittmuster für eine Magierrobe in Gnomgröße. Keine leichte Aufgabe. Aber im Osten der Stadt gab es früher eine große Schneiderei. Dort konnten auch junge Magiernovizen Roben bekommen. Ich schicke einige Ratten dorthin. Das wäre nett. Vielleicht lässt sich etwas finden. Zu freundlich, zu freundlich. Den Haufen Gold, den kriegen wir bei der Ratte nicht, aber wir können ja mal fragen. Wie sieht es mit Gold aus? Ein ganzer Haufen. Gibt es hier so etwas? Oh, da werden wir dir nicht helfen können. Es gibt eine Menge Schätze hier unten. Gold, Silber, Edelsteine, wertvolle Waffen. Aber das haben sich alles die Riesenspinnen unter den Nagel gerissen. Und mit den Riesenspinnen legt man sich besser nicht an. Nochmal etwas anderes. Machen Sie es gut, Herr König. Mach's gut, mein Freund. Diese verfluchten Riesenspinnen. Ein Frodo aus Herr der Ringe weiß auch, dass man sich mit Riesenspinnen besser nicht anlegt. Nun denn, wir haben alles, was wir brauchen, außer einen ganzen Haufen Gold. So, jetzt kommt das Trickreiche. Ich werde es euch einmal zeigen und dann werde ich einen Spielstand laden. Denn das werde ich gleich erklären. So. Auch der gute Mann hat ein Pentagramm in den Boden eingezeichnet, wenn ich das richtig deuten kann. Aus, nicht eingezeichnet, sondern mit Taubenfedern markiert. Na gut. Hallo. Bilbo. So, wir müssen nämlich jetzt... Genau, die Zukunft voraussagen und dann müssen wir herausfinden, welche Farben beim Glücksrad denn kommen können. Das demonstriere ich euch auch gerne mal. Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Einmal werde ich es versuchen und dann... Ja, ist ja gut, Opa. Er ist wieder in Trance. Wenn Herr Wuppermann immer nach ein paar Fragen aufwacht, muss ich mir ganz genau überlegen, was ich ihn frage. Ich glaube, das kann ich. Ich bin stolz auf dich. Ist die Farbe nicht blau oder ist es blau? Ist es pink? Ist die Farbe nicht Dumme blau Frage. Oder ist es blau? Ja, toll. Also eines von beiden.
Das hilft mir weiter. Aber auf dem Rad ist die Farbe schon. Ich bin gut in sowas. Ach, Wilbo, du Trottel. So wird das nix. Ja, das müssen wir, glaube ich, noch mal cleverer anstellen. Wilbur, diesmal bitte überlässt du die Regie mir. Ich werde dich steuern, weil wenn du selber anfängst, irgendwas zu machen, geht's meist in die Hose. Und die sind ganz schön klein, deine Hosen. Können Sie mir bitte... Aber gerne... Oh, na, schau mal nach, Halamachala. Er ist wieder in Trance. Er ist nach 5 Fragen wieder aufgewacht. Also muss ich mit 5 Fragen die 3 richtigen Farben herausbekommen. Genau, und jetzt sind wir an der trickreichen Stelle. Jetzt müssen wir 5 Fragen, haben wir Zeit, um herauszufinden, welche Farben kommen. So, ich erinnere mich daran und einige, die dieses Projekt kennen, dass ich damals, als ich die erste Aufnahme dieses Projekts gemacht habe, das Projekt gibt es ja leider auf meinem Channel nicht mehr, dass ich da meine Schwierigkeiten mit hatte und es ziemlich lange gedauert hat, bis ich endlich die Farben herausbekommen habe. Ich werde das jetzt einmal durchprobieren. Ist es gelb oder rot? Ist es grün? Ist es rot? Am besten immer sowas fragen, oder? Wie war das noch? Ist es gelb oder rot? Wenn er es verneint, ist es grün, oder? Ist es gelb oder rot? Auch egal, ob ich es jetzt errate. Ist es nicht. Dann ist es jetzt... Dann ist es grün. Sage ich jetzt einfach mal. Es könnte auch blau sein, ne? Kommen wir zur nächsten Runde. Es könnte auch blau sein. Ist es rot? Na, mal Glück. Nö, auch nicht. Schade. Ist nicht rot? Ist es grün? Ist es grün? Oh, das ist von mir aus blau. Mal der nächste Durchgang. Kommen wir zur nächsten Runde. Grün oder blau? Nee, ist es blau? Ist es blau? Nö. Ist es gelb? Ist es gelb? Na, das ist grün. Was ist nur los mit mir? Ich muss schon wieder eingedöst sein. Ja, ja. Ach, das macht doch nichts. Das liegt an den ganzen Drogen, die ich dir verabreicht habe. Habe ich ja gar nicht. So, jetzt würde ich doch noch mal eine Runde spielen. Eine Runde spielen wir noch mit den Farben, die ich mir gerade so gedacht habe, die richtig sein könnten. Können wir noch ein... Gerne auch 2, mein kleiner Freund. Ja, los geht die Schlacht. Im Grunde genommen ist es nicht so schwer. Man muss halt Geduld haben. Welche Farbe willst du? Beziehungsweise, vielleicht mache ich es ja auch komplett falsch, aber eigentlich nicht. Es wird ein grünes Feld sein. Also gut, los geht's. Gleich kommt eine unglaubliche Geschichte. Haltet euch fest, ihr werdet es mir nicht glauben. Es ist nicht grün, nein. Oh, doch, doch, doch. Doch, es ist grün. Hervorragend, du hast richtig getippt. Siehst du, so schwierig ist das. Vielleicht ist es jetzt auch schon richtig, wäre auch gut. Also weiter. Nur noch 2-mal richtig tippen. So. Welche Farbe willst du? Jetzt hatten wir blau, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht. Es wird ein blaues Feld sein. Also gut. Los geht's. Los geht es. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Aufpassen, mitmachen. Jedermann ist dabei. Und es ist gelb, so ein Scheiß. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es noch einmal versuchen? Nee, danke. Das bringt ja sowieso nichts. Lieber nicht. Wie du meinst. Du kannst es gern später nochmal probieren. Es sind übrigens immer andere Farben. So, jetzt kommt der Oberknaller. Jetzt kommt der Aber-Ober-Mega-Turbo-Superknaller. Mein Gott, was war eine ganz komische Wortkombination. Ist auch egal. Ich habe vor dieser Aufnahme schon eine Aufnahme getätigt. Am Ende dieser Aufnahme habe ich aber festgestellt, dass mein Stimmverzerrer an war und diese Aufnahme war also nicht zu gebrauchen. Da habe ich mir gesagt, Hand aufs Herz, nimmst das Ganze nochmal neu auf, das will ich niemandem zumuten. Weil das war eine ganz piepsige Stimme und man konnte wirklich nicht verstehen, was ich sage. Sonst wäre es eventuell lustig gewesen, wenn man verstanden hätte, was ich sage, hat man aber nicht. So, da war ich natürlich auch an diesem Punkt hier angelangt in der vorigen Aufnahme und habe ungelogen das Glücksrad beim ersten Versuch, ohne überhaupt wahrgesagt zu bekommen, was für Farben kommen könnten, habe ich es im ersten Versuch, First Try, geschafft. Ich wusste nicht, welche Farben, ich habe blind drauf losgeraten. Es war einmal rot und zweimal grün und das war richtig. Und das hat noch nie ein Mensch geschafft, glaube ich, in diesem Spiel. Und da bin ich stolz drauf und weil ich so stolz darauf bin, lade ich den Speicherpunkt, den ich dann erstellt habe, nach Haufen Gold. Ihr seht, dass ich es wirklich getan habe. Spiel laden. Und hier ist der Haufen Gold. Und damit würde ich sagen, dass keiner von euch hoffentlich böse ist, dass ich das euch jetzt erspart habe, dieses Herumprobieren. Weil ich habe es ja in der Aufnahme eigentlich gehabt und ich hätte es gerne mit euch geteilt, wie ich es auf Anhieb geschafft habe. Tja, nun ist es leider schon gelöscht, weil ich eine neue Aufnahme gestartet habe. Ich war auch ein bisschen sauer. Ich war wirklich sauer. Ich habe mich so gefreut, dass es beim ersten Mal geklappt hat.
aber ich möchte mir das Ganze jetzt nicht nochmal antun. Wir haben alle Gegenstände, um jetzt Magierlehrling zu werden. Und das wird im nächsten Part auf jeden Fall eine Mordsgaudi. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Auf Wiedersehen, euer Arkus. Möge das Glück euch hold sein. Tschüss. Halt, stopp! Arkus ist ein Dummerchen. Ich habe vergessen, euch zu zeigen, was passiert, wenn die Ratten ihren Job erfüllt haben und meine Gegenstände aus der Kanalisation befreit haben. Das habe ich ja total vergessen, das möchte ich euch natürlich noch kurz zeigen. Die Ratten haben allerbeste feine Sahnearbeit geleistet. Hier ist nämlich jetzt gerade das weiße Taschentuch und wir können mal gucken, was die Ratten für uns besorgt haben. Die weiße Fahne. Der König der Diebe hat etwas für mich. Na sauber, da wollen wir mal gucken. Mal sehen. Da ist ein Stück Papier drin. Der gute König der Diebe. Das ist ein Schnittmuster für eine Menschenkindermagierrobe. Die dürfte passen. Naja, am Bauch mache ich sie vielleicht etwas weiter. Ja, vielleicht mal die Weightwatchers-Diät. Ich weiß ja nicht, was gerade so trendy ist. Oder eventuell die Kohlsuppendiät. Habt ihr schon mal eine Kohlsuppendiät gemacht? Ich habe von einigen Leuten gehört, dass sie eine Kohlsuppendiät gemacht haben. Werd mal nicht so ungeduldig, Wilbur. Musst hier nicht auf deine imaginäre Uhr schauen. Mal sehen. Da ist etwas. Es ist lang. Dünn. Dein Penis. Ein Zauberstab. Aber das alleine bringt ja noch nicht viel. Ja, Wilbur, ja! Es geht. Es geht. Das ist er. Das ist mein Stab. Geil. Von wegen keine Magie in mir. Sauber, unser Wilbur ist also doch der geborene Magier. Wie passend, dass der Stab aus der Kanalisation kommt, also hat ordentlich in Scheiße geschwimmt. Wunderbar, sowas brauchen wir. Der kann auch in in Situationen, die wirklich im Arsch sind, kann er uns wahrscheinlich sehr gut helfen. So, jetzt habe ich euch auch noch das gezeigt und damit haben wir es dann auch. Jetzt aber wirklich, tschüss.